Genau, ich darf einen Impuls machen, habe ich vorhin erfahren, und dachte mir, Berufung hier und jetzt ist doch genial. Ich bin hier und jetzt berufen. Und vorhin von meine Tochter hat noch gesagt, Papa, jetzt musst du aber schnell hochgehen und noch was vorbereiten. Und dann habe ich gesagt, komm, mach dir ein paar Gedanken und was könnte für heute Abend ein guter Impuls sein? Berufen hier und jetzt, also direkt rein. Berufen sein hier und jetzt. Ich sage noch ganz kurz ein paar Takte zu mir, einfach anhand ein paar Bilder, dass ihr so ein bisschen wisst, mit wem ihr es zu tun habt, die mich noch nicht kennen. Das sieht man eigentlich hier ganz gut. Das Herzstück ist meine Family. Ich bin Papa von drei Kindern. Meine Frau ist Künstlerin, die Desiree. Wohnen hier in Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Links oben seht ihr mich so als Sprecher, also auf Konferenzen war ja da auch in Schneeberg gewesen vor ein paar Jahren. Also der Thomas hat es ja schon gesagt, also Familie habe ich erzählt, ich bin unterwegs in der Wirtschaft als Sprecher, Podcast und so weiter. Leider sind jetzt die Bilder weg, sonst hätte ich euch da einfach nochmal kurz reingeführt. Und ich habe eben dieses Buch geschrieben, Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Ja, der Arbeitstitel von dem Buch war lange Zeit Embrace Your Journey. Leider ging das jetzt im Deutschen nicht. Wir haben auch einen anderen tollen Titel gefunden, aber so im Englischen war lang eben dieses seine Reise umarmen. Das kann man schlecht übersetzen. Ne? So wie umarmt man eine Reise? Ja, aber Embrace Your Journey, so dieses den Weg, den du gehst mit Gott. Das ist so die Kernidee auch von Berufung, ist nicht, dass ich irgendwann mal was erreiche, wann komme ich endlich in meine Berufung, sondern die Kernidee ist ja, dass ich auf dem Weg bin, dass ich auf einer Reise bin und dieser Weg, der geht hoch, der geht runter, der geht mal durch ein Tal, wie Psalm 23. Ne? Das sind mal finstere Pfade, da bin ich auch mal einsam, da ist auch mal ein frisches Wasser, da sind mal die grünen Auen, das ist einfach eine abenteuerliche Reise. Und warum ich das Buch dann oder warum wir so genannt haben, Ankommen, ist ja, weil ganz viele eigentlich in unserer Zeit gar nicht so richtig angekommen sind auf dem eigenen Weg. Ja, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen paradox. Wie kann man auf einem Weg ankommen? Aber ja, das ist so, dass viele eher so suchen nach, oh, ich will endlich meinen Traum leben, ich will diese Leiter hochklettern, nach dem Motto Karriereleiter, ich will irgendwas erreichen, dass ich irgendwann auch dorthin kommen. Und wir vergessen vielleicht dann das Berufen sein, dass das längst stattgefunden hat, dass Gott längst gerufen hat. Und Berufung auch nicht was ist, was mir gehört, so meine Berufung. Ja, das ist ja oft so wie so meine Karriere, ja, mein Haus, mein Auto, mein Boot, so ein Prestigeobjekt. So eine Berufung ist ja längst geschehen. Er hat mich gerufen auf einen Weg zur Nachfolge. Ja? Und so kann man sagen, ist Nachfolge, Jesus nachzufolgen, die Kernidee. Und eben nichts Zukünftiges, sondern ich folge ihm heute nach. Dort, wo ich heute stehe, dort, wo heute mein Charakter geformt wird, dort, wo heute ich reingestellt bin, wo sich Dinge erweitern, wo ich Schritt für Schritt eben vorangehe. Und es ist nicht irgendwann irgendwo. Ja. Und heute möchte ich so ein bisschen rausgreifen, dass wir wirklich in diese Welt gesandt sind, also wirklich hier und jetzt. Ja. Dort, wo du bist, bist du berufen. Ja. Das Buch ist sehr vielseitig. Ich sage vielleicht nachher noch was dazu. Vielleicht, wenn ihr dann Fragen stellt, es geht in ganz verschiedene Bereiche rein und beleuchtet wirklich diese Reise. Ja. Aber jetzt gerade möchte ich mal auf diesen Aspekt eingehen, echt in dieser Welt, in diese Welt gestellt zu sein. Und da gibt es ein Wort von Jesus, das hat er gebetet in der Nacht, bevor er dann gestorben ist, ja, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Da meint er seine Jünger, die, die er berufen hat, ja. Und die Welt hasst sie, sagt er da. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch nicht ich von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, also Jesus betet ganz klar, Gott, ich nehme die jetzt nicht mit, diese berufenen Jünger. Ja, ich nehme die jetzt nicht mit, sondern sie sollen in der Welt bleiben, aber bewahr sie vor dem Bösen. Ja? Und dann kommt dieser berühmte Satz, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin, oder wie man auch so schön sagt, in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja? Und für mich
ist es ganz oft so ein spannendes Gefühl, auch wenn ich so unterwegs bin in der Welt. Also ich bin seit etwa 5 Jahren selbstständig und ich bin wirklich rein katapultiert worden, so aus der christlichen Bubble, aus der christlichen Szene. Ich habe früher viel Seminare und so weiter gemacht. In der Gemeindewelt mache ich immer noch gerne. Ich war da wirklich heiß unterwegs und habe da ganz viel gemacht. Und seit 5 Jahren bin ich eben auch in Firmen, in Banken, in dieser ganzen Szene unterwegs. Ich habe viel mehr Zeit inzwischen, verbringe ich eigentlich mit Nicht-Christen als mit Christen. Und ich merke schon auch in der Gesellschaft, die Luft wird schon rauer. Ja? Und auch so sein Glauben zu leben, ist gar nicht so einfach, aber mit den Werten, mit den Überzeugungen. Und was ich so glaube ist, wir leben in einer Daniel-Zeit. Was meine ich damit? Der Prophet Daniel, der war damals in einer Phase, wo das Volk Israel in der Fremde war. Die waren deportiert worden nach Babylon und er selber ist rein katapultiert gewesen als Teenager schon am Königshof von Nebukadnezar. Ja, also es ist echt krass, die Story eigentlich. Er und ein paar Freunde, sie waren Teenager und sind sie herausgeragt durch ihre Weisheit, durch ihren Charakter. Ja, und dann wird er da Berater von mehreren Königen. Also Daniel ist wirklich bis zum hohen Alter wirklich in der Welt, also in einem absolut dämonischen System, ja, im Götzenkult. Ja. Babylon ist total anders als sozusagen Judäa oder Kanaan oder wo eben sie herkamen oder Jerusalem. Und ich glaube halt, wir leben in der Danielzeit. Wir sind nicht so, dass wir jetzt als Christen uns hinstellen und sagen, oh, das ganze Land wird jetzt wieder voll christlich oder so. Wir leben in einer postchristlichen Zeit. Das heißt, es wird eigentlich immer mehr von diesen Werten, so die das christliche Abendland vielleicht noch hatte oder hat, wird eigentlich immer so ein bisschen weniger. Ja? Man nimmt immer mehr raus. Also vor ein paar Tagen wurde beschlossen oder ja, wegen Abtreibung sind da schon wieder Schritte gegangen worden und so weiter. Und es tut uns immer weh. Und wir denken, boah, was kommt noch alles? Ja? Und ich glaube, wir leben einfach in so einer Zeit, dass wir mitten in der Welt sind, in einer postchristlichen Gesellschaft. Und es ähnelt sehr dem Thema Babylon, wo das Volk Gottes sich auch fremd gefühlt hat und trotzdem Gott gesagt hat, ich sende euch da rein. Ja, auch der Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, berühmt geworden natürlich durch die Geschichte, durch seine Theologie, auch das Buch Nachfolge, das er geschrieben hat. Auch damals war ja eine krasse Zeit, wo er gesagt hat, wir sind da reingesandt. Ja? Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig, nämlich im Du, im Anderen, im Mitmenschen, die Kirche steht mitten im Dorf. Also das war eine Theologie, die Bonhoeffer sehr geprägt hat, dass wir als Christen mitten im Dorf sind. Wir sind mittendrin, wir sind nicht irgendwie so auf Nebenschauplätzen. Gott hat uns nicht irgendwann an die Seite gestellt, sondern wir sind mittendrin, um zu dienen, selbst wenn außenrum Finsternis ist. Und es war auch seine Entscheidung übrigens dann, er war in Amerika gewesen, er wusste ganz genau, wenn ich jetzt zurückreise in dieses Nazi-Deutschland, dann würde das bedeuten, dass meine Überzeugung und was ich tue, angegriffen werden wird und wahrscheinlich werde ich mit dem Tod bezahlen. Ja? Und er hat das entschieden, dass er mitten reingeht und er hat sich berufen gefühlt, zurück nach Deutschland zu gehen, in das Land, wo er herkommt, und dort ein Zeugnis zu sein. Und sein Zeugnis ist ja wirklich jetzt über Jahrzehnte so ein Licht für viele Menschen geworden, ja, obwohl er da gestorben ist und hingerichtet wurde. Und ich möchte euch jetzt 3 Aspekte einfach rausnehmen, ganz kurz von Daniel, was mich einfach inspiriert an seinem Leben. Ja, wie funktioniert es? Wie können wir in einer Welt leben, die so gar nicht christlich ist? Und wie können wir da unsere Berufung leben? Und ein Aspekt ist, Daniel war hingegeben. Und man sieht es an Daniel 1, Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Also das ist ein tolles Bild eigentlich. Es gibt so Dinge, Überzeugungen, Verhalten in dieser Welt, wo wir uns einfach nicht eins machen können, ja, wo ich einfach nicht mitmachen kann. Ich könnte da jetzt vieles aufzählen, aber da könnt ihr euch jetzt selber Gedanken dazu machen. Aber Daniel hat gesagt, ich möchte davon nicht essen. Ja, ich mache mich da nicht eins damit.
auch mit der Gefahr hin, angefeindet zu werden, aber Gott hat es gesegnet. Und ich weiß nicht, was da das Problem war, warum er diese Speisen nicht essen wollte. Gab es da Speisen, die er nicht essen durfte? War das ein sehr wüstes Gelage, ja, Weiber, Wein, wo er nicht mitmachen wollte, wo er moralisch ein Problem hatte? Man kann das jetzt nicht genau wissen. Auf jeden Fall hat er von seiner inneren Moral her gesagt, ich kann mich nicht eins machen, und hat gesagt, damit möchte ich mich nicht verunreinigen. Also das ist so dieses erste, er ist total hingegeben an die Wahrheit. Er macht keine Kompromisse. Er verändert sich nicht und wird so wie die anderen, ja, sondern er ist hingegeben dieser Wahrheit. Er ist nicht von Babylon. Ja. Also man merkt, er ist nicht einer von den anderen, also von diesen, wo er dort jetzt am Hofe ist. Ja, und das Krasse ist auch, er verleugnet nicht seine Herkunft. Da gibt es eine schöne Passage, wo steht, dass er, wenn er gebetet hat, immer das Fenster geöffnet hat Richtung Jerusalem. Ja. Und das finde ich mega spannend, sein Herz und seine Hingabe geht immer in Richtung seiner Heimat, wo das himmlische Jerusalem, aber auch ganz praktisch das Jerusalem, wo er herkommt, sein Glaube, seine Herkunft, sein jüdischer Glaube. Ne? Er weiß, er ist Himmelsbürger und er weiß, zu welchem Land er gehört und welchem König er wirklich dient. Und natürlich dient er dem Nebukadnezar und seinen Nachfolgern, aber letztendlich dient er Gott und das wird sich nicht ändern. Ja, und dann das Zweite ist, er ist wirklich ein Gesandter. Ja, er ist gesandt in ein ungöttliches System. Und diese innere Haltung finde ich ganz toll. Nämlich, es ist die Haltung, dass man der Stadt Bestes sucht. Ja, welche Stadt ist hier gemeint? Das ist Babylon, ja, und das ist ein Vers, der kommt aus Jeremia, suchet der Stadt Bestes, ja, und betet für sie zum Herrn. Was ist damit gemeint? Und vielleicht muss ich kurz ausholen, damals, als die Israeliten dort waren, gab es auch viele, die haben Trübsal geblasen, ja, das ist im Psalm 137 niedergeschrieben. Und das ist übrigens der depressivste Psalm, den es überhaupt in der ganzen Bibel gibt. Auch solche Lieder gibt es da. Das ist wirklich schlimm. Den würde ich jetzt nicht als Gebetsvorlage nehmen. Ja? Nämlich, hier ist das Bild, Psalm 137. Da geht es nämlich darum, an den Strömen von Babylon saßen wir, ja, und weinten, ja. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Harfen auf. Ja, wie sollen wir des Herrn Lied singen auf fremdem Boden? Das ist total spannend. Dieser ganze Psalm ist eigentlich so ein depressiver Jammerpsalm. Und interessanterweise das berühmte Lied At the Rivers of Babylon geht auf diesen Psalm zurück und ihr seht es hier auf dem Bild, die Harfen hängen in den Bäumen. Also sie haben aufgehört zu singen. Sie haben Trübsal geblasen, haben sich da an den Fluss gesetzt und gesagt, was sollen wir hier in dieser fremden Kultur? Das ist uns fremd. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für viele Christen heutzutage, dass wir einfach irgendwo die Flinte ins Korn werfen, weil wir irgendwie diese Kultur als postchristlich, als fremd empfinden und es wird immer schlimmer. Und wir bekommen so eine Welt-oh-nein-Stimmung. Ja, und dann lassen wir es irgendwie sausen und wir wollen gar keinen Einfluss mehr nehmen, weil wir denken, es bringt ja sowieso nichts. Und alles wird eh nur schlimmer. Und diese Haltung ist in Psalm 137 so richtig schön dokumentiert worden. Ja? Und das ist krass, diese Mentalität, mit dieser Mentalität ist Daniel nicht unterwegs gewesen. Hätte er diese Mentalität gehabt, dann hätte er sich nicht empfunden als jemand, der gesandt ist. So, und im Gegensatz dazu ist eben Jeremia 29. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Gefangenen. Ja? Und das Wort von Jeremia, dem Propheten, richtet sich zu allen, die da in der Fremde, in der Gefangenschaft leben. Und jetzt passt auf, was da gesagt wird. Bauet Häuser, wohnet darin, pflanzet Gärten, esset die Früchte. Ja, zeuget Söhne und Töchter, suchet den Frieden der Stadt oder der Stadt Bestes, dienet, ja, und wo ich euch habe gefangen führen lassen und so weiter.
Und dann kommt nachher, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und flehen, und ich werde euch hören, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Also kommen ganz viele Verheißungen. Also Gott gibt eine klare Anweisung durch den Prophet Jeremia, eben nicht die Harfen in die Bäume zu hängen, sondern er beruft, er sagt, hey, suche das Beste, dort wo ihr seid, jetzt in der Fremde, seid gesandt, ja, und das finde ich mega. Das ist eh auch, was Jesus sagt, auch er tut es. Ich sende euch, sagt er, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja, und das Wort, das da steht, ne, in diesem Vers, Lukas 10, ich sende euch wie Lämmer mitten, wieder das Wort mitten rein, ja, genau hier und jetzt, mitten unter die Wölfe. Das Wort ist in diesem Kapitel Ekballo, ja, senden. Und das Wort Ekballo klingt schon wie der Eckball. Das heißt im Griechischen tatsächlich rauskicken. Ja, deswegen passt für mich so das Wort Eckball eigentlich ganz lustig. Diese Assoziation, Jesus kickt mich wirklich rein. Ja, also stell dir mal vor, du bist das Lämmchen, das Schäfchen, das unschuldige Schaf, der Christ. Ja, und Jesus platziert dich an der Eckfahne und dann nimmt er Anlauf und kickt dich rein, mitten rein in den Strafraum, in die Fremde, dort, wo die Wölfe sind. Und die Wölfe, die wollen dich schon greifen. Ja, das Schäfchen kommt angeflogen. Ja, und dann sagt aber Jesus, und nichts wird dir schaden. Nichts wird dir schaden. Du wirst auf Schlangen und Skorpione treten. Ne? Ich gebe dir Vollmacht über alle Macht des Feindes. Also Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende. Da kommen so viele Trostworte, so viele Zusprüche dann von Gott. Aber es ist interessant, Jesus sendet uns tatsächlich raus und er vertraut uns irgendwie, dass wir in der Fremde nicht untergehen, so wie er Daniel vertraut hat, dass er am Hof des Königs Nebukadnezar nicht zugrunde geht. Mega spannend. So, und dann der dritte Aspekt, der für mich zentral dann ist, dass er es überhaupt schafft, ja, dass er da überlebt ist, als dass er nahe bleibt, dass er ein Mann des Gebetes ist, dass er ein Mann der Gegenwart Gottes ist. Ja, und dazu sind wir auch berufen, ne, dass wir in der Beziehung, in der Intimität mit Gott leben. Das ist Kern unserer Berufung, nahe zu sein. Und da gibt es eine Passage, die ist hier im Daniel 6 genannt. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Jetzt muss man kurz dazu sagen, da haben es welche böse mit ihm gemeint und wollten ihn an seiner Achillesferse kriegen. Ja, die waren eifersüchtig auf Daniel und haben gewusst, der Kerl wird beten, egal was ist. Das ist ein Mann des Gebets, der wird jeden Tag beten. Und dann haben die ein Edikt erlassen und haben den König manipuliert, dass man nur die Götter anbeten darf von den Babyloniern und eben nicht zu einem anderen Gott beten darf. Und wer es tut in den nächsten 30 Tagen oder irgendwie sowas, der muss des Todes sterben. Da kommt in die Löwengrube. So, und das haben die unterlassen und dann wurde das unterschrieben und das war sozusagen eine Falle. Und was macht Daniel? Es ist ihm wurscht. Ja? Der weiß, dass das Edikt da ist, aber er hört nicht auf zu beten. Er hört nicht auf, seinen Lebensstil des Gebets zu leben. Ich finde es unheimlich krass. Ja? Und dann steht hier wieder Fenster auf Richtung Jerusalem. Ja? Wo ist seine Heimat? Ja? Und dann er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hat. Und er hat es auch in dieser Zeit getan. Und das finde ich einfach ein Zeugnis. Ja, wie können wir auch überstehen, ja, wenn da so viele Meinungen und in der Gesellschaft so viele Dinge sind, die uns manchmal irritieren und manchmal entmutigen. Hey, die Nähe zu unserem Herrn ist das Entscheidende und wir brauchen das, dass wir klaren Verstandes bleiben, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir nahe bleiben, dass wir immer wieder ankommen. Ja, das ist auch so ein Geheimnis, immer wieder ankommen in dieser Gegenwart Gottes und auf diesem Weg weitergehen. Und jetzt abschließen möchte ich mit diesem Vers, finde ich einfach ein schöner Vers, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe diese Welt längst überwunden, ich habe die längst besiegt. Ja? Und auch hier das Wort Bedrängnis ist im Griechischen Phlipsis. Das heißt so viel wie Wehen, ja, so Geburtsschmerz, ja, so, da wird das Wort auch verwendet und ich finde es mega spannend, wenn man so eine Geburt mal miterlebt und ich habe es dreimal miterlebt bei meinen drei Kindern,
fand es beim ersten Mal schon so prägnant, dieses Erlebnis. Es hat so lange gedauert, es waren stundenlange Wehen, so viel Schmerz, ja. Und du denkst dir, wie kann das funktionieren? Das ist ja völlig unmöglich, ja. So, wie soll das Kind da durchkommen, ja? Durch diese enge Pforte muss es kommen, so nach dem Motto, ja. Und du denkst so, boah, ich dachte, Gott, das ist doch ein Wunder. Wie soll dein Reich in diese Welt kommen? Ja, das ist doch das Gleiche. Wir denken, wie soll diese Gesellschaft, wie soll diese Welt, wie soll da das Reich Gottes so noch durchschlagen? Ja, wie soll das funktionieren? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber Jesus sagt, ihr habt diese Bedrängnis, aber seid getrost. Ja, ich hab die Welt längst überwunden. Ja, und ich finde es so mega stark, dieser Trost auch zu haben, ja, zu wissen, die Welt, wie wir sie kennen, auch diese Gesellschaft, in der wir leben, die wird vergehen. Es wird alles vergehen. Aber sein Wort wird nicht vergehen. Jesus wird nicht vergehen. Sein Reich wird ewig Bestand haben. Sein Reich wird ein ewiges Reich sein. Und alle Reiche dieser Welt, auch Daniel, ne? Die Prophezeiung aus Daniel, alle Reiche dieser Welt werden sich diesem einen Königreich unterordnen müssen, früher oder später. So, das Reich Gottes ist hier auf Erden in alle Ewigkeit. Und wir jetzt sind noch in der Zwischenzeit, wir erleben noch diese Wehen, wir erleben noch diese Phasen der Finsternis, diese Phasen der Siege, aber es ist eine Zwischenzeit, wir sind mittendrin und wir sind berufen im Hier und im Jetzt. Genau, das ist letztendlich auch immer wieder, was in diesem Buch eben vorkommt, aber in dem Buch konzentriere ich mich dann auch ganz stark so auf deinen Weg, wie kannst du durch Krisen kommen, wie kannst du es lernen, so auch deine Wirkung zu finden, wie gehst du um einfach auch mit dem Weg, wie dich Gott formt in deiner Charakterschule, mit deinem Temperament, so wie kannst du Berufung leben, wie kannst du da ankommen auf deinem Berufungsweg, das wird da auch nochmal in vielen Punkten sehr praktisch, aber ich wollte mal so diesen Daniel heute rausstellen, weil er mich einfach mega, mega inspiriert, gerade in dieser Welt, in dieser Zeit, in der wir leben, standhaft zu bleiben, indem wir hingegeben sind, indem wir nahe bleiben an unserem Gott und indem wir uns als Gesandte sehen, in dieser Zeit und auch als Bevollmächtigte für Gott. Für mich war das auch, oder für mich ist es nach wie vor so, ja, ich fühle mich rauskatapultiert in die Welt, in die Unternehmen und egal, wo ich hingehe, erlebe ich das eigentlich, dass ich darf Zeugnis sein für meinen Glauben, auch wenn ich es den Leuten nicht auf die Nase binde, aber ich erlebe auch diese Nähe zu Gott, diese Präsenz, diese Gunst vom Menschen auch, dass er mir einfach Türen öffnet, so wie Daniel auch Gunst hatte. Gott lässt uns nicht ohne Gunst zurück, ohne Kraft. Ja, und ich erlebe das, dass Gott dann Türen öffnet und dass er die Dinge tut. Ja, und ich finde es mega, mega genial und bereichernd auch für mich, dass ich in der Welt sein kann, aber nicht von der Welt sein muss. In diesem Sinne, ich glaube, jetzt habe ich die Zeit ein bisschen überzogen, aber mache ich hier mal einen Punkt. Thomas, wie machen wir das jetzt? Erstmal an dich, Johannes, für diese wertvollen Impulse. Ich würde gleich mal direkt jetzt mit der ersten Frage starten. Wie, also diese drei Punkte, die du jetzt genannt hast, wie sieht das konkret jetzt auch in deinem Leben aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass du sagst, hey, ich will das so kultivieren, Gott nahe zu sein. Ich will in diesem Bewusstsein leben. Wie machst du das? Also vielleicht kannst du das mal an diesen Aspekt deutlich machen. Ja. Also was ich jetzt habe ich wieder Rückkopplung. Genau, wir müssen es wahrscheinlich immer kurz ausschalten. Also was ich so erlebe, ist halt, die Präsenz Gottes ist für mich immer der Game Changer. Und ich habe es in den letzten 5 Jahren ganz stark erlebt, dass natürlich, dass ich dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so in einer christlichen Organisation bin, dass ich selbstständig bin, dass manchmal die Gefahr besteht, dass du einfach sehr busy bist und dass du dich so irgendwo auch ein bisschen entfernst oder dass du es halt vernachlässigst, so Zeit mit dem Herrn einfach zu haben, vor ihm zu sein. Und es muss gar nichts Produktives sein. Für mich ist es einfach auch diese Phase, Gott anzubeten, einfach vor ihm zu sein, in seiner Gegenwart, in seinem Wort zu sein. Und immer dann, wenn ich das spüre, wird meine Berufung mir zur Last. Ja? Also wenn ich spüre, ich bin so ein bisschen weg
oder ich fühle mich so ein bisschen abgekoppelt gerade. Und dann merke ich immer, wenn ich wieder zurückkomme, wenn ich wieder so einen Moment der Hingabe habe, so einen Raum gebe für Gott wahrzunehmen und im Raum gebe, dass er spricht, ja, dann spüre ich auch wieder, dass die Last weniger wird. Ja. Und ganz praktisch heißt es für mich dann auch zu beten und auf ihn zu hören, wenn ich zum Beispiel nach Frankfurt fahre und da irgendwie in so eine Bank fahre. Ja. Und für mich ist es, ich habe es gemerkt, inzwischen kein Unterschied mehr. Also ich bete genauso in Sprachen, ich bete genauso um Führung und Richtungsweisung, wie wenn ich das tun würde, wenn ich jetzt nach Schneeberg fahren würde zu einem Seminar. Also ich habe gemerkt, Gott ist genauso dabei, diese Nähe verlässt mich nicht, wenn ich da jetzt gar nicht irgendwelche christlichen Themen habe, sondern vielleicht über Führungskultur oder Wertschätzung oder über Persönlichkeit oder sowas rede. Seine Nähe ist da, er ist Coach, er hilft mir einfach. Er öffnet Türen, er gibt mir Hinweise, wenn mal was schwierig läuft, kann ich auch Rücksprache halten, also ich merke, er will da die ganze Zeit einfach auch mit dabei sein und mich da führen. Also das ist für mich inzwischen was ganz Alltägliches geworden. Oder auch daheim schon, wenn ich hier mit meinem Terminkalender sitze an diesem Schreibtisch und da kommt eine Anfrage rein von irgendwo. Ich frage immer, Herr, ist das jetzt von dir? Hast du mir das in die Hand gegeben? Soll ich da jetzt hinfahren? Ist das dein Auftrag an mich? Diese Firma oder diese Anfrage. Und ich kriege nicht immer gleich die Antwort, aber durch das Gebet merke ich, ist da immer so eine Connection einfach. Also das sind so ein paar Gedanken dazu, zu Werner Frage. Vielen Dank, Johannes. Berufen sein hier und jetzt. Wenn ich dich jetzt frage, Johannes, du sagst, du hast erlebt, wie Gott dich quasi da wirklich rausgekickt hat. Ne? Du hast dieses Ekbalo erlebt, du hast erfahren, wie dich da wirklich Gott so jetzt auch unter nicht viele, vor allem unter vielen Nicht-Christen geführt hat. Wie nimmst du das selber in deinem Leben wahr, dass du sagst, hey, tatsächlich, ich bin wirklich jetzt in meiner göttlichen Berufung drin? Und wie, prüfst du das regelmäßig? Tust du dich da selber regelmäßig einfach im Gespräch mit Gott checken? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Also ich würde sagen, ich war es auch früher, ne, weil das ja ein Weg ist. Und der Weg war eben erstmal einige Jahre auch so eine christliche Organisation mit aufzubauen. Das war alles richtig und es war alles genial. Es war eine geniale Zeit. Aber das ist eben der Punkt. Berufung ist ein Weg. Und der Weg führt dann auch mal woanders hin und es gibt neue Aufträge. Und die Aufträge überraschen einen manchmal. Und für mich war das absolute Überraschung. Ich hätte es nicht gedacht, dass das passiert, aber es ist geschehen. Ja? Und ich hätte auch beleidigt sein können, weil es ist auch nicht alles nur so gut gelaufen. Also gab es auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten und letztendlich mussten wir dann gehen und so weiter. Aber ich habe gemerkt, irgendwann, gerade schon in der Krise, in diesem Trennungsprozess, wo wir dann auch aus dieser Organisation oder wo ich als Leitung oder Führungskraft aus der Organisation dann auch rausgehen musste letztendlich oder wo wir einfach gemerkt haben, unsere Wege trennen sich hier, wie Gott eigentlich schon hinter mir steht und sagt, Johannes, das, was jetzt passiert ist, war mega schmerzhaft und du magst es jetzt gerade nicht verstehen, aber es ist gut, was gerade passiert. Und heute würde ich ja mit Dank und Lob Gott preisen darüber, dass das passiert ist. Weil ich wäre ja nie in diese nächste Phase reingekommen, wo ich heute jetzt stehen darf. So, wie prüfe ich das? Es ist immer wieder diese Nähe. Ich habe in der Phase damals, wo eben dieser Weg begonnen hat, als Coach zu arbeiten, selbstständig zu werden, ich habe jeden Morgen letztendlich meinen Weg Gott anbefohlen. Also ich hatte so meine Psalmen, so zwei Bibelverse, die so meine Verse eigentlich jeden Morgen waren, die ich gebetet habe. Der eine ist, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, so wird er handeln. Wo ich auch gesagt habe, Gott, du wirst handeln, du wirst zeigen, wo ich hin soll. Und der zweite war, Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Deshalb habe ich das jeden Morgen gebetet und einfach gesagt, Herr, ich möchte nicht irgendwas machen, was ich jetzt irgendwie als tolle Idee empfinde, sondern führe du mich jetzt, leite du mich jetzt, öffne du mir jetzt die Türen. Und das ist halt so ein Zusammenspiel. Manchmal öffnet sich irgendwie eine Tür und du spürst, es war der Herr oder der Herr ist da dahinter. Und manchmal ist es so, wo man so empfindet, hey, ich muss mal einen mutigen Schritt machen.
Und du spürst dann im Nachklang, der Herr ist da und hilft dir. Also auch zum Beispiel, als Corona angefangen hat, das hat mit Corona für mich eigentlich gar nichts zu tun gehabt, dass ich in die Social-Media-Welt dann gegangen bin, dass ich angefangen habe, Podcasts zu machen, dass dann später das Buch hier entstanden ist. Das sind alles Dinge, die passiert sind, weil Gott gerufen hat und gesagt hat, jetzt möchte ich, dass du anfängst, ins Internet zu gehen und dich auf Instagram anmeldest. Ja? Und ich war vorher völlig draußen, was Social Media anging. Und meine Frau und ich, wir haben es beide gehört, wir sollen das jetzt machen. Und ich habe dann mit so Webinaren angefangen und dann mit so Videoclips bei Instagram und dann im Podcast. Und irgendwie hat sich da ein Momentum entwickelt, wo da war eine klare Stimme, geh da rein, jetzt ist es Zeit. Vor 3 Jahren, also ein paar Jahre davor, habe ich Gott auch schon gefragt, hey, soll ich das denn mal machen? Das machen alle oder viele machen das, kriegt man eine Reichweite und so. Und da war immer klar von Gott, es ist nicht dran, mach es nicht. Ja? Ich habe es dann hier und da doch probiert mit Facebook damals, hat nie funktioniert, war keine Gunst. Und jetzt, da war sofort vom ersten Moment Gunst da. Es war nicht immer einfach und ist auch anstrengend. Ja? Gunst ist aber trotzdem da gewesen. Und das ist auch für mich immer so ein Wegweiser, ist die Gunst Gottes da? Ja, ist dieser Rückenwind da? Oder versuche ich da irgendwas zu bauen, zu machen, was ich mir vorstelle oder was andere vielleicht tun sollen, aber was gar nicht mein Auftrag ist? Und das versuche ich immer, immer wieder zu prüfen. Also zu deiner Frage nochmal, ja, man muss es ständig und immer wieder, weil wir ja in einer Beziehung mit Gott sind, updaten miteinander. Ja, wo stehen wir gerade? Ja, wo geht es jetzt gerade hin? Ist der Weg richtig? Ist die Tür? Soll ich da reingehen? Ja, wohin geht es weiter? Ja, und ja, das ist, was immer wieder stattfindet. Hier in unserer ländlichen Region im Erzgebirge gibt es sehr viele Menschen, die sehr, wie soll ich sagen, treu ihrer Tätigkeit, ihrer Arbeit nachgehen. Da ist der Bäcker, da ist der Verkäufer, die Verkäuferin im Supermarkt oder was auch immer. Du hast ja viele Coachings auch. Was würdest du sagen, besteht da auch vielleicht manchmal die Gefahr, dass Leute sozusagen gar nicht dazu kommen, sich zu fragen, ob sie überhaupt in der Berufung sind? Und was würdest du Menschen, die da ja, das ist ja auch eine Stärke, treu sind, ihnen raten, wenn es darum geht, zu sagen, hey, Gott, was hast du mit mir vor? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir bei Berufen und bei Tätigkeiten, dass wir da nicht irgendwie in so eine Wertigkeit reinkommen. Ja, weil letztendlich, ja, ich habe jetzt einen Job, der klingt interessant. Ja, ich darf Coach sein, das ist halt auch irgendwo meine Gabe, mein Ding. Ja, aber ich könnte auch Lehrer sein oder ich könnte auch meinen Job oder meine Gabe in anderen Bereichen leben. Ich glaube, es gibt keine profanen Dinge im Leben, sondern Berufung ist etwas Ganzheitliches. Ich lebe Berufung dort, wo ich stehe, eben mittendrin. Und wenn es beim Bäcker ist oder in irgendeinem Team, in irgendeiner Firma, wenn ich Ingenieur bin, wenn ich in sozialen Berufen arbeite, es ist Teil meines Gerufenseins. Ja? Und da können sich auch Dinge entwickeln, da kann sich auch mal was verändern, ich kann auch mal einen neuen Auftrag kriegen. Aber was ich nicht machen sollte, ist zu trennen zwischen, oh, meine Berufung ist halt so in der Gemeinde, also dort, wo ich jetzt praktisch irgendwie mitarbeite oder wo ich vielleicht auch mal jemand evangelisiere oder ich mal für einen Kranken bete. Und dann habe ich halt noch meinen Job. Und ich glaube, dass diese Trennung, dass das nicht notwendig ist, sondern dass es sogar eher hinderlich ist, dass wir eher sehen, wir sind, wo wir sind, ja, und wir sind auch berufen, Teil dieser Gesellschaft, dieser Welt zu sein, eben das Beste für die Stadt zu suchen. Also dann würde ich beim Bäcker sagen, dann muss ich halt das Beste für die Bäckerei suchen, ja, und gucken, dass Gott Gunst schenkt, dass diese Bäckerei zum Erfolg kommt und dass die Menschen gute Brote essen und dass sie jemand Gutes oder jemand Schönes, Freundliches, Wertschätzendes begegnen jeden Morgen, wenn ich da am Tresen stehe und ich kann wirken, ich kann meine Wirkung entfalten in dieser Welt und das kann ich in ganz, ganz vielen Orten. Ja, und ich glaube, wir machen uns manchmal so klein und denken, ach, das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja, und ich glaube, da ist viel, viel möglich, wo wir da erleben können.
Ja, genau. Die Lisa sagt mir gerade, jetzt ist Zeit, Mikro zu öffnen. Das will ich gerne tun. Ich will auf den Timekeeper hören. Genau, wer möchte denn gerne eine Frage stellen? Hier ist die Bühne. Lasst euch wie ein Ball in den Strafraum stoßen. Du musst hierher kommen, Sophie. Tut mir leid. Hallo Johannes, ich habe eine etwas spezielle Frage. Hi. Und zwar, du meintest ja, du bist auf Instagram und anderen Plattformen unterwegs und sicherlich ist dir das nicht fremd. Sowas wie, finde deinen Traum, finde die Berufung in dein Leben oder mach 100% das Beste aus deinem Alltag. Es gibt viele Coaches, es gibt viel sowas und zum Beispiel, was... ja, vielleicht nicht nur junge Menschen betrifft, sondern einfach gerade so die Zeit ist. Sicherlich sagt dir vielleicht sowas wie Network Marketing auch etwas. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass viel von Selbstoptimierung gesprochen wird und das Beste draus machen. Wie geht man als Christ mit sowas um? Weil man weiß, dass man in erster Linie die Selbstoptimierung, wenn man das so nennen darf, oder die Berufung in Gott findet. Wie soll man zu solchen Sachen stehen? Also da habe ich sehr, sehr viel in meinem Buch geschrieben zu dem Thema. Ein ganzes Kapitel ist dem gewidmet, nämlich das erste. Vielleicht hast du es ja auch gelesen, ich weiß nicht. Okay, also es ist ein Riesending, weil das ist ja genau der Punkt, was uns dazu geführt hat, auch in unserer Gesellschaft. Ich glaube, auch wir als Christen sind davon nicht gefeit, dass wir eben Berufung als Karriereleiter sehen, als Selbstoptimierung, als ich muss 100% geben, wie du sagst, dass ich da endlich irgendwo meinen Traum erfülle. Und ich glaube, das ist ein Paradigma in unserer Gesellschaft, das einfach nicht stimmt. Also dieses lebe deinen Traum, ja, das ist, als wäre es wie so ein Mantra. Ja, wenn du deinen Traum nicht lebst, dann geht es dir ganz schlecht. Und es stimmt einfach so nicht, ja. Also ich würde dann eher sagen, lebe den Traum Gottes für dein Leben. Ich glaube, da wird es dir besser mit dir gehen, weil ich habe auch das Empfinden, dass dieses Traum für viele eher zu einer schweren Last wird, ja, dass sie das ja irgendwie erreichen müssen, ja. So, ich habe nichts dagegen, dass man was aus sich macht, dass man was aus seinen Gaben macht, dass man auch fleißig ist. Also man kann da von diesen Coaches, die ich sehr zwiegespalten sehe übrigens, kann man ja auch Inspiration bekommen, meinetwegen, ja. Aber ich glaube, unser Leitparadigma ist nicht lebe deinen Traum, sondern unser Leitparadigma ist, ich folge Jesus. Ja, ich bin auf einem Weg und er führt mich. Und klar, da gibt es natürlich das Momentum, wo Gott dann meine Gaben oder irgendwie meine Wirksamkeit vergrößert oder auf ein nächstes Level bringt. Und dann macht er ja auch so Dinge mit mir, wo ich dann vielleicht Sachen lernen darf oder wo ich was optimieren kann oder wo ich effektiver werde oder solche Dinge, ganz klar. Aber das ist nicht, wie soll ich sagen, das ist ja oft so dieses Postulat, mach das, dann kriegst du Geld und wirst reich. Ja, das kommt ja auch noch mit dazu, ne? So 5 Schritte zum Millionär oder so. Ja? Also das sind so manche Coaches, die das sagen. Und da halte ich nicht so viel davon. Ja, weil ich glaube viel mehr, dass wir oft durch Krisen, durch Zerbrüche sogar gehen und da im Charakter geformt werden, dass es uns viel mehr optimiert, nämlich in unserem Herzen, als statt einfach nur die richtigen paar Entscheidungen zu treffen und dann bist du super erfolgreich. Also, wie gesagt, da habe ich ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, eine Analyse dieser Gesellschaft. Ja, weil ich da wirklich einen großen Bedarf sehe, dass wir umdenken, auch wie wir selber über unser Leben, über unsere Berufung denken. Und würde euch da empfehlen, das Kapitel mal zu lesen, euch da mal zu prüfen, ja? Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde mir das Buch eventuell durchlesen. Wir lernen hier Verbindlichkeit in der Jüngerschaftsschule. Die Sophie Indy wird das machen, bin ich mir sicher. No pressure. Okay, wer möchte die nächste Frage stellen? Lisa hat schon angefangen, ein Buch zu lesen, Johannes. Geht schon los. Das erste Kapitel heißt übrigens, der Zwang, sich verwirklichen zu müssen. Ja. Das ist ja so ein bisschen die gesellschaftliche Situation. Ja. Die Menschen stehen unter dem Zwang, sich verwirklichen zu müssen. Selbstverwirklichungszwang.
Ja, und das ist oft ja auch verbunden mit der Angst, was zu verpassen. Ja, Social Media, vielleicht noch kurz als Ergänzung, weil du das angesprochen hast, Instagram ist ja auch letztendlich eine große Vergleichsparty. Ich sehe irgendjemand, der irgendwas Tolles macht, ja, und dann denke ich mir, was ist eigentlich mit mir los? Ja, und man zeigt ja immer seine beste Seite und es ist echt schlimm, dass eigentlich Social Media auch Menschen depressiv machen kann, einfach aus dem Grund, weil irgendjemand irgendwo immer ein Teil meines Traums lebt. Also und selbst wenn jemand gerade eine Weltreise macht, was du auch schon längst mal machen wolltest, irgendwie denkst du immer, bin ich irgendwo falsch abgebogen, habe irgendwas falsch gemacht, ja. Und das ist schon in unserer Zeit nicht ohne, ja, dass wir uns mit diesem Spirit auseinandersetzen und dass wir eben ankommen bei uns selber. Deswegen heißt das Buch auch Ankommen, dass ich eben nicht das Leben der anderen lebe, ja, sondern dass ich ankomme auf meinem Berufungsweg. Und nicht sonst wo immer auf der Suche bin und irgendwie immer unzufrieden bin. Sorry, das war jetzt noch eine Ergänzung, aber es fragt ja auch gerade niemand was, deswegen habe ich gedacht. Nee, ist alles gut. Wir genießen das, was du teilst. Wer von euch denn hier im Raum hat denn sich schon mal gefragt, was seine Berufung ist? Wow. Wer von euch hat aktuell mit dem Thema Berufung irgendwie zu tun? Ah, sehr schön. Also müssen es ja viele Fragen geben. Meine Frau. Ja, das muss er immer betonen. Ja, also du hast ja schon gesagt, also dass es sowohl die berufliche Ebene gibt mit dem Tätigsein, als auch eben die gemeindliche Ebene oder die geistliche Ebene, wo man es dann eher Berufung nennt. Jetzt habe ich persönlich nicht so das Problem, im Beruf eine Berufung zu finden oder da fällt es mir leicht, so gedanklich zu sagen, okay, liege ich falsch, mache ich eine andere Ausbildung oder ein anderes Studium so. Also da habe ich die Freiheit, aber wie ist es, wenn man im Geistlichen, so geht es mir, eigentlich schon länger danach sucht, was es sein könnte, was sind da so erste Schritte? Natürlich kannst du mich jetzt ja nicht durchcoachen, ist mir völlig klar. Aber ja, was sind so Möglichkeiten, wie man da rangehen könnte? Mhm. Eine gute Frage. Also ich gebe ja Berufungscoaching. So, und was mache ich da mit Menschen? Vielleicht als erstes kurz, ich würde gar nicht trennen zwischen geistlich und irgendwie, du hast einen Beruf. Weil ich, für mich, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann ist auch unserem Beruf, haben wir einen geistlichen Dienst. Ja? Mal so von der Formulierung her. Aber was würde ich machen? Ich würde dich versuchen zu führen und zwar mit dir auf Spurensuche gehen. Ja? Was ist denn die Wirkung, die du auf Menschen hast oder auf diese Welt hast. Ja? Und ich würde versuchen rauszufinden, was wahrscheinlich beim Beruf anfangen, wenn du sagst, da bist du eigentlich so schon ganz so, oder fühlst du dich so in deinem Ding. Und würde versuchen rauszufinden, was ist die Wirkung? Ja? Was passiert mit den Menschen, mit denen du zu tun hast oder mit der Aufgabe, mit der du zu tun hast? Was hat das für eine Auswirkung auf diese Welt? Und es geht für mich da mehr als nur um Gaben und Talente. Wir haben viele Gaben und Talente. Aber ich glaube, jeder Mensch hat auch so eine Wirkung von Gott, wo er ein Geschenk für diese Menschheit wird. Und das ist dann auch egal, ob im Beruf oder in der Gemeinde oder ob ich nach Afrika gehe und eine Missionsstation eröffne. Letztendlich wird die Wirkung aus meinem Leben immer mehr durchkommen. Und diese Wirkung, das können Sachen sein wie zum Beispiel, ich bin jemand, der jemand überzeugen kann, und zu einem Durchbruch verhilft Menschen. Das ist irgendwie so, ich habe es rausgefunden, es hat ein paar Jahre gedauert. Es ist egal, ob ich jetzt Lehrer bin oder ob ich Coach bin oder ob ich Sportunterricht mache. Es ist halt immer so, der Johannes wird immer, diese Wirkung wird immer durchkommen. Ja? Und ich habe festgestellt, wenn man das rausfindet, lebt es sich ein bisschen leichter, weil dann kann ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ja? Und ich kann sagen, ich kann diese Wirkung auch entfalten, zum Beispiel im gemeindlichen Kontext, wenn ich überhaupt Zeit dafür habe. Vielleicht habe ich aber auch so einen Schwerpunkt in einem beruflichen Kontext, dass ich für die Gemeinde so gar keine Zeit habe. Und das wäre für mich überhaupt gar kein Problem, weil ich sage, wir sind an unterschiedlichen Orten, haben wir auch Schwerpunkte. Ja? Ich bin zum Beispiel aktuell überhaupt nicht in der Gemeinde tätig, weil der Schwerpunkt da gerade gar nicht ist. Ja? Also vielmehr würde ich die Frage stellen, übergeordnet, gar nicht Welt, Nicht-Welt, Gemeinde, Nicht-Christen, sonst wo, sondern ich würde über die Frage stellen, was ist deine Wirkung? Erkenne deine Wirkung, geh mal deiner Wirkung auf die Spur.
Ist auch ein Kapitel übrigens im Buch, wo da so ein paar Fragen dazu kommen. Weil das ist, finde ich, schon was, wo ganz viele, die zu mir ins Berufungscoaching kommen, natürlich dann auch einen Durchbruch erleben. Weil sie sagen, ach, jetzt verstehe ich eigentlich, wie Gott mich gebaut hat. Und ich würde auch die anderen Leute fragen. Also gar nicht mal selber nur Nabelschau, sondern frag mal Leute um dich rum, was denkst du, ist die Kernkompetenz meines Lebens. Wie wirke ich in diese Welt rein? Nenn mal so ein paar Sätze. Was passiert, wenn ich was gemacht habe? Das kannst du auch deine Kollegen fragen. Und da kriegst du manchmal ganz tolle Reflexionen von anderen Leuten, wo du gar nicht denkst. Und das tut total gut. Also wir brauchen auch die anderen. Ja, also wir können das auch nicht nur allein immer. Hilft dir das ein bisschen? Ja, danke schön. Naomi. Du hast vorhin gesagt, dass du wusstest eigentlich, für was du so berufen bist, aber du so Schwierigkeiten oder auch Anfechtungen erlebt hast, bevor du da richtig reingekommen bist. Und ich wollte wissen, ob du irgendeinen Tipp hast, wenn man eigentlich weiß, wofür man berufen ist, aber merkt, dass es halt für einen selber übelst schwer ist. Weißt du, was ich meine? Also ich kann dir das natürlich nicht spezifisch was sagen, weil ich die Situation nicht weiß, aber grundsätzlich müssen wir halt verstehen, dass dieser Berufungsweg eben auch durch Täler geht und in diesen Tälern Prüfungen stattfinden. So, wir kennen das aus dem Leben dieser biblischen Figuren wie David oder auch Esther. Also, wir erleben da ja immer auch dunkle Phasen, die Leute durchlaufen. Und was ist der Sinn und Zweck von so einer Phase? Der Sinn und Zweck von so einer Phase ist, dass Gott uns formt, wie er Ton formt, wie so ein Töpfer Ton formt. Und eine These in meinem Buch ist auch, wo ich geschrieben habe, vergeude nicht deine Prüfungen. Also da ist, meine Berufung ist eben nicht nur, dass ich was tue, sondern ich bin auch gerufen, eben Jesus nachzufolgen, auch wenn es durchs Tal geht, eben wie bei Psalm 23, und dass er mein Herz formt und dass ich lerne in dieser Zeit irgendeine Lektion. Bei mir war es damals ganz klar, lernen loszulassen, lernen zu vertrauen, lernen zu lieben, lernen zu geben. All diese Dinge, die lerne ich ja nicht, weil ich eine Predigt gehört habe. Ja? Dann weiß ich ein bisschen mehr, vielleicht bin ich im Herz berührt. Aber lernen tue ich solche Dinge in schwierigen Phasen. Also ich würde auch mal sagen, in schwierigen Phasen, da werden die echten Anbeter geboren. In den schwierigen Phasen, da werden die echten Coaches geboren. Da wird eigentlich auch meine Berufung sehr geläutert, geprüft, mein Herz. Und dass ich das auch erkenne und dass ich auch Ja dazu sage und Gott auch da suche, sage, Herr, was ist die Lektion? Was darf ich lernen in dieser Phase? Und wo ist auch der Trost Gottes, auch den zu erleben? All diese Dinge finde ich mega, mega wichtig. Eine Sache, die ich erlebt habe, ist, ich bin auch meiner Grundangst begegnet. Also wirklich, für was im Leben habe ich eigentlich richtig Angst? Ja? Und ich bin an diese Angst sonst gar nicht rangekommen. Und es ist für mich auch Teil der Berufung, dass ich meiner Grundangst mal begegne, dass ich meine Schattenseite erlebe, dass ich so richtig die Dinge, die dunkel sind an mir, nochmal so richtig sehen kann, dass ich nämlich dann auch sehen kann, wo Gott mich umarmt, liebt, rausnimmt, weiterführt. Also es war für mich eine ganz kostbare Zeit, diese Zeit der Krise, die mehrere Jahre ging, wo ich heute sage, das kann man gar nicht mit Gold aufwiegen, was in dieser Zeit in mir gebaut wurde letztendlich. Ne? Also ich würde sagen, vergeude diese Zeit nicht, da ist was drin, da ist eine Lektion drin. Jetzt mal sehr pauschal halt gesagt, ne? Jetzt wäre natürlich für mich spannend, was ist es, wie geht es dir da, was genau, ist immer schwierig, eine pauschale Antwort an jemanden zu geben. Ja? Und dann, genau, aber das wäre auf jeden Fall mal so vielleicht für alle anderen auch mal spannend, so als Antwort. Ja, vielen Dank, Johannes. Ich würde jetzt mal eine Frage aus dem Live-Chat aufgreifen. Dort heißt es, wie kann man es schaffen, seinen Beruf langfristig gesund auszuleben, ohne dabei auszubrennen? Gerade auch, wenn man Kinder versorgen muss und man aber auch gut in seinem Beruf sein möchte. Ja. Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich finde, eines der großen Lebensthemen in unserer Zeit, dass wir in einen guten Rhythmus kommen zwischen Anspannung, also leisten,
und Entspannung. Also wir können nicht nur entspannen, also wenn wir jetzt die ganze Zeit nur in Mallorca am Strand liegen würden, das würde uns auch nicht gut gehen. Nach 2 Wochen wollen wir mindestens wieder heim. Aber wir können auch nicht immer nur leisten, wir können nicht immer nur in Anspannung sein, weil das ein hoher Stressfaktor ist und Stress kann auch krank machen. Also das ist ein Thema, das mich mega, mega beschäftigt hat die letzten 2, 3 Jahre, weil ich sehr, sehr beschäftigt bin. Und habe ich auch Podcasts darüber gemacht, diejenigen, die meinen Podcast hören, die wissen das. Genau, und habe mir da viele Gedanken darüber gemacht und merke, das ist so eine Kunst, die wir lernen, gerade so in der Mitte des Lebens. Also ich würde mal sagen, so zwischen 35 grob und zwischen 55 haben wir so diese Phase der Rush Hour. Was bedeutet das? Also wir sind keine jungen Erwachsenen mehr und unsere Kinder, wenn wir denn welche haben, sind dann auch noch nicht aus dem Haus. Also es ist auch so diese Familienarbeit. Aber selbst wenn ich Single bin, ist es meistens die Zeit, wo ich auch viel mehr Verantwortung im Beruf habe. Einfach ganz viele Themen, wo ich viel, ja, eigentlich so im Saft stehe und gleichzeitig aber auf der anderen Seite ganz oft Stress ist und Schwierigkeiten, wo ich meinen Körper vernachlässige oder so weiter, ne, und so weiter. Und das ist so eine Zeit, wo ich auch mit 4 Bällen jongliere, obwohl ich nur mit 3 jonglieren kann. Und ich finde es eine mega große Challenge, da auch mit Gott Weisheit zu lernen. Wie viel ist gut? Wo muss ich auch eine Grenze ziehen? Ja, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, wo ich mal lernen muss. Was sind so meine Antreiber? Ja, arbeite ich mehr, als ich müsste? Wo übertreibe ich es? Bin ich zu schnell unterwegs? Habe ich keine Pausen eingebaut? Also solche ganz praktische Themen, das ist bei jedem was anderes. Ja, ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe letztes Jahr 2021 wegen Corona war echt Krise auch von Selbstständigen, ja, ganz viel unplanbar, habe ich ganz wenig Pausen eingeplant und das Jahr war unglaublich schwer für mich. Also ich war echt am Ende und ich habe es dieses Jahr komplett anders geplant. Es war so der Junge ist weiser geworden, ja, ich bin jetzt 41, aber irgendwie, man ist ja logisch, aber ich habe es halt nicht umgesetzt, ja, und dieses Jahr ist so viel besser. Und ich merke, ich komme jetzt gerade aus einem Monat Auszeit. Ich habe vorher 3 Monate wirklich voll durchgezogen. Ich habe richtig viel gearbeitet. Gott war da war Gunst da. Aber ich habe auch gewusst, es kommt ein Monat, wo ich mich rausnehme. Ich bin auch in die Schweiz gefahren zum Wandern. Ich bin hier daheim. Ich richte mich auf die nächste Phase ein. Ich habe gemerkt, das ist für mich so dermaßen wichtig. Ja, sonst habe ich keine Chance, diesen Lauf zu laufen. Also da kann ich jetzt auch wieder keine Antwort für jeden geben. Also ich denke, da ist es halt einfach auch, sich auf den Weg zu machen, mit Weisheit Gott zu fragen, nach Weisheit, wo muss ich die Stellschrauben sehen? Und manchmal ist es auch gut, da eine Reflexion zu haben, gerade ein Coach oder jemand, der mir auch mal sagt, hey, an der und der Stelle merke ich bei dir, da ist was los, ja, und da muss ich was ändern, weil wenn du so weitermachst, wirst du mit 50 die Arbeit vielleicht so nicht mehr machen können. Vielen Dank, Johannes. Hier ist wieder das offene Mikro. Marien. Hallo, mal gucken, ob das auch ein Kapitel in deinem Buch ist. Es ist eigentlich eine ähnliche Frage wie von der Naomi. Wenn Gott mir Sachen sagt, die er vorhat, verschiedene Sachen, und ich jedes Mal denke, Scheiße, ich will das nicht, ich will es nicht, ich kann das nicht. Und ich irgendwie immer drauf lauere, wann würde denn die ersten Schritte gehen, das überhaupt zu machen, weil ich weiß gar nicht, wie er das machen will. Und dann irgendwie denke, muss ich jetzt selber was machen oder darf ich mich jetzt ganz bewusst in Faulheit zurücklehnen und sagen, ich hoffe, du machst erstmal nichts. Und wie gehe ich damit um? Habe ich da trotzdem auch diese gewisse Verantwortung, Schritte zu gehen, um in diese Berufung zu kommen, oder darf ich mich wirklich zurücklehnen und vielleicht auch um Vergebung für die Faulheit bitten und sagen, ey Gott, du weißt, ich habe da keinen Bock drauf, aber du weißt, wie du es machen willst? Das ist immer so ein Spagat, finde ich. Das ist das, da hast du recht. Ich glaube, es ist diese Spannung zwischen Vertrauen und Dinge zu erwarten, die ich gar nicht tun kann, und gleichzeitig dieser Fleiß, auch zu arbeiten und umzusetzen, was Gott mir in die Hand gibt, oder auch mit dem zu wuchern. Ja? Und es wird immer eine Spannung bleiben. Ja?
Also ich kann nicht sagen, das eine oder das andere ist richtig. Man sagt ja auch bete und arbeite. Also es steht ja nicht bete oder arbeite, sondern es ist ja so dieses, ja, es ist ein und irgendwie. Und ich erlebe das so, dass ich merke, es gibt Situationen, da komme ich einfach nicht weiter, da kann ich machen, was ich will, da kann ich auch so fleißig sein, wie ich will, ich komme einfach nicht weiter. Ja? Und es geht einfach nicht in die nächste Sache, bis Gott es öffnet. Und es gibt aber auch Situationen, wo ich merke, jetzt hat es geöffnet und jetzt muss ich einfach loslegen. Ja, und da ist Fleiß angesagt. Ja, und da ist, ja, das war, also das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe mit diesem Social Media, das war wirklich auch klar, hey, du gehst da rein, aber dann war auch klar, wenn du das machst, dann mach es exzellent und wenn du ein Video machst, dann soll das professionell sein. Ja, und dann habe ich halt bis in die Nacht, bis nachts um eins YouTube-Videos angeguckt, wie ich ein Studio aufbauen kann und wie ich diese Videos machen kann. Und ich habe dann auch ganz viele Videos produziert. Das hat überhaupt meine ganze Selbstständigkeit gerettet, ja, dass ich für Firmen Videos produziert habe, Trainingsvideos. Und Gott hat das alles gewusst. Und da war ein unglaublicher Fleiß. Also ich habe wirklich in die Nacht gearbeitet. Also es war keine 40-Stunden-Woche, ja, es war eine 80-Stunden-Woche, keine Ahnung. Und das darf auch sein, das ist nicht falsch, ja. Also Berufung, Leben heißt nicht, ich lehne mich halt nur zurück. Aber es gibt Situationen, da kann ich mich nur zurücklehnen und warten, was er macht, weil ich einfach nicht vorwärts komme. Also es gibt irgendwie beides. Und was ich immer wieder hinweisen kann, ist, dass wir in Beziehung treten. Also es ist ja immer, wenn mir Gott ein Bild schenkt auch, irgendein prophetisches Bild oder so, dann ist es ja nicht so, das Bild ist schon alles, sondern es ist meistens, das ist wie bei so einem Taschentuchbox, bis so einer Taschentuchbox. Du siehst so ein Taschentuch, das so rauskommt. Ja? Das ist übrigens auch so, wenn ich über Leuten prophezei. Ich sehe meistens nur ein Taschentuch, so ein kleiner Gedanke. Und dann ziehe ich an dem Ding und dann kommt das Nächste. Und dann mache ich flop, 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 flop. Ja? Und dann geht es weiter. Und genauso ist es, wenn du ein prophetisches Bild bekommst oder wenn Gott dir sagt, du sollst etwas tun, dann ist es nicht dazu gedacht, dass das jetzt für alle Zeiten so festgemeißelt ist, dieses Wort oder dieses Bild, sondern dass du in Beziehung trittst, dass du ihn suchst, du fragst, ja, was mache ich jetzt, Herr? Und dass du dranbleibst und dann kommen nächste interessante Gedanken oder Gott führt dich. Und es kann auch sein, dass er sagt, warte noch. Oder, also wir dürfen in Beziehung stehen, das finde ich das Schöne. Es ist ein Beziehungsgott. Und wir dürfen Dinge raus, wir dürfen auch mal was falsch machen oder mal zu weit laufen, dann wieder zurückkommen. Und also ist ja alles möglich in einer Beziehung. Ja? Da kann man sich ja dann wieder einrenken miteinander. Also es ist dynamisch, ja, aber es bleibt definitiv eine Spannung zwischen nicht, ich bewege meinen Arm und bewirke die Berufung. Ja? Also das kann ich irgendwie nicht, aber gleichzeitig sagt schon Luther, sei kein fauler Esel, ja, also es ist auch irgendwie so, dann wird er doch fleißig sein und voll alles geben, wenn Gott die Türen öffnet, also genau, das ist die Spannung, in der wir sind und ich finde, das macht es aber auch schön spannend, das Ganze, ja. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch eine Frage. David. Hi Johannes, grüß dich. Ich wollte mal fragen, also ich bin mir so im Groben zumindest meiner Wirkung bewusst, auch wenn ich sie nicht immer auslebe, aber wenn es dann darum geht, praktische Ideen, wo man Einfluss nehmen kann, ich studiere ja soziale Arbeit und da gibt es ja so viele Bereiche, wo irgendwie, ich informiere mich da auch ein bisschen, wo ich Ideen habe, wo ich sage, sowas bräuchte es eigentlich mal und in der Form gibt es es auch noch nicht. Und wie finde ich dann aber raus, also Vertrauen und Beten ist klar, aber ich setze mich ja jetzt nicht hin und ich will ja auch irgendwie mich ausprobieren und irgendwas, wie finde ich jetzt raus, in welche Richtung welche Ideen quasi dann auch passend zu meiner Wirkung und also ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Ja, wie finde ich das raus? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, indem ich es ausprobiere, wahrscheinlich. Das ist die einfachste. Dann merke ich relativ schnell, ob da Gunst drin ist oder nicht. Ich kriege es aber auch raus, indem ich mich mit anderen verständige, die mich kennen.
Und auch Frage, wie seht ihr das? Merkt ihr da was bei mir? Seht ihr das auch? Also, dass ich nicht nur so für mich rumwurstle, sondern dass ich irgendwo auch nach einer Bestätigung suche im Leib Jesu, also so unter meinen Gefährten. Weil ich glaube, dass Gott nie nur immer nur bilateral mit mir redet, ja, sondern dass er uns auch eine Gemeinschaft gibt. Und in dieser Gemeinschaft, und das muss nicht die Gemeinde selbst sein, das kann einfach auch Freunde sein, das kann, wie gesagt, Gefährten sein, denen man vertraut, das können auch Leute an unterschiedlichen Orten sein, wo ich einfach mal Spiegelung möchte. Ich sage, nimm du mich mal wahr, ich habe da so eine Idee. Ja, und dann erzähl mal die Idee und wenn du merkst, da kommt überhaupt keine Resonanz, die Leute sind so weiß nicht so recht, dann merkt man auch ganz oft, ob man so ein bisschen so ein Hirngespinst hat oder ob sie spüren, selbst wenn sie es gar nicht sagen können, aber irgendwie ist da eine Resonanz zwischen deiner Wirksamkeit und dem Bedarf, der wirklich da ist. Ja? Und klar, man kann auch ausprobieren und scheitern und ausprobieren, es klappt doch oder du machst dann doch was anderes. Also wer nicht startet, etwas zu tun, wird nie, wird sein Leben an der Seitenlinie verbringen. Ja? Das ist so dieser berühmte Spruch. Also wenn du immer nur im Wartezimmer sitzt oder am Seitenrand beim Fußballfeld und immer nur sagst, man müsste eigentlich, ja, man sollte ja, und du gehst nie aufs Feld, dann wirst du das Spiel nie mitspielen können. Also ich bin eigentlich auch Fan davon, die kleinen Anfänge zu achten und zu sagen, ich mache es jetzt mal im Kleinen. Ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, und gucken, was da passiert. Und ich kann ja immer noch sagen, ich mache es dann nicht mehr. Ja, aber also ich ermutige da eigentlich schon dazu, ja, auszuprobieren. Aber nimm auch die anderen Leute mit ins Boot. Frag die, hol dir Response. Auch wenn du dann mal was ausprobiert hast, diejenigen, die mitgemacht haben, ich weiß nicht, was du dir Ideen da dir vorschweben, aber hey, was hat es für euch für eine Auswirkung gehabt? Was ist da jetzt los? Ja? Und es gibt oft diese Phase, wo wir noch unsicher sind. Ja? Also ich habe auch so eine Phase gerade, wo ich was starte, wo ich davon überzeugt bin, dass ich denke, dass ich glaube, Gott will das. Aber die Anmeldezeit jetzt, ich mache so eine Fortbildung, so eine systemische Fortbildung, wo ich Menschen zu systemischen Beratern ausbilde und das ist ein neues Feld. So, und diese Anmeldung war sehr zäh und ich habe, du weißt nicht, wie oft ich gebetet habe, Herr, soll ich es jetzt wirklich machen? Ja, also warum funktioniert es noch nicht so richtig? So, aber jetzt ist der Kurs voll und ich werde jetzt fragen nach dem ersten Durchlauf, die Leute, was hat es bewirkt? Ich werde Gott fragen, soll ich das nochmal machen? Geht es weiter oder war das einfach mal ein Versuch? Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Also ich habe noch nicht das Wort des Herrn, dass ich das für alle Zeit machen werde. Ja, aber ich gehe mal auf das Feld und spiele mal auf diesem Feld und dann werde ich relativ schnell merken und werde auch meine Erfahrungen sammeln. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Cool. Super. Vielen Dank, lieber Johannes. Ich würde dich gerne noch bitten, dass du vielleicht für diejenigen, die online dabei sind, als auch hier vor Ort, noch zum Abschluss betest. Bevor wir das tun, gibt es heute wieder die Möglichkeit, ein Buch von Johannes zu bekommen. Die Franziska, die freut sich schon. Aber natürlich bekommt man die nicht einfach so, sondern das ist immer mit einer Herausforderung verbunden. Für diejenigen, die online dabei sind, ist die Herausforderung folgende. Und zwar, ihr sollt eine E-Mail an info@camp-fire.de schicken und ihr sollt uns schreiben, welches griechische Wort in Lukas 10, Vers 2 versteckt ist. Was? Nur die online sind. Ihr habt eine andere Frage. Ihr kriegt die. Genau, was in Lukas 10, Vers 2 versteckt ist, was irgendwie mit Berufung zu tun hat. Genau, und ihr hier im Raum, wer möchte gerne ein Buch haben? Okay, das sind ein paar. Okay, ihr müsst mir, wer es als erstes antwortet, wer kann mal für mich genau hinhören, weil ich, das ist immer, Michi, hörst du für mich? Genau, Michi ist jetzt der, irgend so ein Keeper, also irgendwas ist der. Genau, wie heißt die Frau von Johannes? Wer war es als erstes, Michi? Irgendwo hier, glaube ich, ne? Ich hatte das Gefühl, es war hier. Nadine? Ja. Desiree, ist das richtig, Johannes? Jawohl. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Nadine, du bekommst das Buch von Johannes. Und genau, und online, wie gesagt, info@camp-fire.de. Was ist für ein griechisches Wort in Lukas 10, Vers 2 versteckt, was mit Berufung zu tun hat? Okay, kannst du noch für uns beten, Johannes, und dann verabschiede ich uns alle. Das mache ich sehr gerne.
Und wenn ich dann gebetet habe, wollte ich euch auch noch ganz kurz den Link zeigen zu meinem Podcast, für die auch die online sind oder falls ihr daran Interesse habt, das ist ja auch völlig kostenlos, wenn ihr das Buch nicht kaufen wollt. Genau, aber ich bete für uns einfach. Jesus, ich preise dich für diese Zeit, die wir miteinander hatten. Und ich danke dir von Herzen, dass du jeden Einzelnen und jede Einzelne, die hier sitzt oder die daheim am Rechner sitzt, berufen hast. Und das ist nicht unsere Berufung, das ist deine Berufung auf unserem Leben. Und ich danke, dass es nicht um eine Karriere geht, die wir irgendwie erreichen müssen, sondern dass es ein Weg ist, den wir mit dir gehen. Und ich danke dir, wie es im Psalm 23 heißt, dass dieser Weg, dass du uns nie alleine lässt, in keiner Stelle, dass du unser Coach bist, dass du uns durchs dürre Tal führst, aber auch zum frischen Wasser. Und das ist eine Verheißung, Herr, in Psalm 23, wenn wir diesen Weg mit dir gehen, wenn wir dir folgen, dann werden uns Gunst und Gnade folgen. Und das finde ich mega stark und das bete ich für jeden Einzelnen, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr tut und wo ihr Jesus treu seid und ihm nachfolgt, dass euch Gunst und Gnade folgen in allem, was ihr tut. In euren Beziehungen, in euren Berufen, in euren Familien, in euren Freundschaften, in euren Gemeinschaften, überall, wo ihr einfach seid, dass Gunst und Gnade euch verfolgen, euch hinterherlaufen, dass ihr bleiben dürft im Hause des Herrn für immer. Und dass euer Leben wirksam wird in dieser Welt, mittendrin. Und dass diese Welt gesegnet wird einfach durch das, was ihr seid als Mensch, wo ihr liebt, wo ihr gebt, wo ihr dient. In Jesu Christi Namen. Amen.